Deswegen. Ja, bekommen. Wir haben ja gestern noch die eine Instanz gemacht. Und ja. Dann jetzt mal schauen. Also heute ganz, ganz entspannt. Und ich hatte sogar recht mit Level 12. Das ist gut. Da freue ich mich drüber. So. Einmal kurz bei der Kabellage hier richten. So. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich schon vor einer Stunde angefangen haben. Aber das hat alles nicht ganz so geklappt, nicht ganz so funktioniert. Und ja, deswegen mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal so ein paar Quests abgeben und gerade ruckelt es ein bisschen. Wird aber nicht weiter schlimm sein, hoffe ich. Dann einmal Katapa, Katapa, Katapa. Abschrift von Nimrodel, Liedeston, Kelondim. Okay. Ja, machen wir es gleich noch. Wir sind wieder mit unserem Solo-Char unterwegs. Der Gruppenschar kam mir leider gestern nicht zum Einsatz. Vielleicht in 2 Wochen. Alle 2 Wochen wollen ja eigentlich mein Motto und ich zusammenspielen. Also, er dran jetzt zusammenspielen. Mal gucken. Mal gucken, ob wir da den anderen Char wieder ausgraben. Solange werden wir erstmal mit dem hier vorlieb nehmen. Können wir uns in aller Ruhe die wunderschöne Landschaft angucken. Warum bleibe ich eigentlich jedes Mal auf dieser Treppe stehen? Oder Brücke, besser gesagt. Ich weiß es nicht. So. Muss ich einmal gucken. Ja, Mensch, genau 5 Quests. Das passt doch. Jetzt muss ich nur einmal gucken. Replika Mondlicht. Ah, okay. Das ist das da hinten schon. Okay, gut. Ich verstehe. Dann lassen wir. Oder? Dann machen wir direkt Hauptstory. Na doch, ich würde sagen. Wir kurz einpendeln. Das Leid der Elder kennt keine Grenzen. Das muss ich aber leider machen. Auch einmal. So, wie gesagt, die Nebenquests lese ich nicht vor. Ich lese halt immer nur hier die Hauptquest und später die Bingo-Boffin-Quests. Die Bingo-Boffin-Quest-Reihe. Die lese ich auch vor. Weil die beiden sind halt am interessantesten. Bei dem Rest lese ich mir, glaube ich, Fusel an den Mund. Deswegen. Einfach nur nein. So, und nachdem wir uns ja gestern Abend. Ich muss gerade nochmal gucken, ob das wirklich erst so funktioniert hat gestern. Ich habe gestern nicht mehr reingeguckt. Man kann sich ja zurzeit die ganzen Inhalte, oder außer die 3 Gipfel und Minas Morgul-Inhalte. Kann man sich ja zurzeit günstiger holen. Und ja, das hat geklappt. Und auch die Aufgabenpacks. Wenn man diesen einen besagten Code eingibt, dann kann man das durchaus machen. Deswegen haben wir jetzt freie Hand bis, ich glaube, 115. Meine 115 war das Level. Oder 20? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist irgendwas da. Da in die Ecke. Also wir können jetzt schalten und walten, wie wir lustig sind. Ohne dass uns jemand in die Quere kommt. Oder uns irgendjemand Stein in den Weg legt. Bin ich ganz dankbar für. Und ja. Wollen wir dabei schauen, wie weit wir bis Endwalker kommen, wenn wir das hier jetzt regelmäßig durchziehen. Hallo, Frau Elb. Oder Herr Elb? Ich glaube, Frau Elb war es.
Ja, komm, wir machen die Hauptquest. Wir machen einmal die Hauptquest. Kupfer. Kupfer nehmen wir doch mit. Tada. Kupfer ist sehr gut. Das sammeln wir ja zurzeit. Ja, unser Inventar sieht schon wieder glorreich aus. Muss ich bald mal wieder was verkaufen. Aber noch passt das. Ich wohne nicht in der Gegend. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Gebiet hier als Startgebiet aber toll. Du hast halt alles so ein bisschen. Du hast halt dieses Wunder, Schöne. Dann auch das Raue, was so zu den Zwergen passt. Und weiter oben bei Thorins Halle halt dieses reine Schneegebiet. Ich finde, da hat man von allem etwas. Das ist nochmal Kupfer. Gib mir Kupfer. Ich brauche Kupfer. Tada. Nein, mich selber wollte ich eigentlich nicht anvisieren. Ich schon wieder. Was ist denn hier? Okay. Irgendein Sommerwein. Lima jetzt Weinberg. Epische Schlacht steht bevor. Okay. Ja, okay, ja gut. Akzeptieren wir mal so. Nehmen wir mal so hin. Hallo. Ich stehe euch zu Diensten. Das hoffe ich doch. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich Namen oder Wörter falsch ausspreche. Ich bin kein Elb und auch kein Zwerg. Wenn ihr nach Kelladur hineingelangen wollt, bin ich euer Zwerg. Die Grimhans haben meinen schönen Hafen in Schmutz und Verfall versinken lassen. Ihre Feinde sind meine Freunde. Aus dem Norden ist ein Schiff angekommen und liegt seit einigen Tagen hier vor Anker. Soweit ich erfahren habe, trägt es den Namen Zornfels. Der Kapitän ist ein ganz besonders unfreundlich aussehender Grimhand. Wenn er plant, die Elbenprinzen. Ups, warte. Den Elbenprinzen auf seinem Schiff nach Norden zu bringen, müsst ihr euch beeilen. Ich habe gehört, wie die Wächter am Tor gesagt haben, dass das Schiff nicht lange vor Anker liegen würde. Am Tag seid ihr zufällig auffällig, aber nachts könnt ihr euch vielleicht unentdeckt nach Kelladur hineinschleichen. Haltet euch von der Nachtwache fern, sonst schlägt sie Alarm. Sucht euch einige Verbündete und sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Wir jetzt verzichten auf die Verbündeten und reisen einfach direkt. Avautal wurde vom Lager der Grimhans zu einem Schiff gebracht, das zu einem unbekannten Hafen im Norden auslaufen soll. Nur durch seine Rettung kann man den Frieden in Eretluin aufrechterhalten. Ja, man kann das zumindest versuchen, ne? Muss gleich einmal die Lautstärke nochmal anpassen. Eben fand ich sie zu laut bei mir selber, jetzt finde ich sie zu leise. Wir schon mal. Aber ich freue mich, dass wir hier wieder mit beim wunderbaren Runenbewahrer unterwegs sind. Hallo, meine kleinen Zwergchen. Die Geschichte der Grimhans erfährt man ja zum Beispiel, wenn man mit den normalen Elben und den normalen Zwergen startet. Da erfährt man die Story zum Beispiel. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Audio. So. Wobei, warte mal, wenn ich das zum Beispiel mal leiser mache. Daneben kann ich das hier etwas lauter machen. Und für mich dann auch nochmal.
Du. Sollte das eigentlich so passen? Nehmen wir mal Pferdchen. Das Glück. Ja. Das Glück haben wir. Komm mal bis hierhin, ohne gesehen zu werden. Ich reite hier immer gerne so ein bisschen durch. Wir gerade mal gucken. Das 3-Jahres. Also beim 4-Jahres. Beim 4-Jahres ist so das. Okay, der VIP-Rahmen ist hübscher. Nehmen wir den VIP-Rahmen. Hallo, Avatar. Gepriesen sei Elbereth. Jemand, der vielleicht helfen könnte. Stimmt, das kann ich ja einmal ein bisschen größer ziehen, ne? So. Ihr seid gekommen, um mich zu befreien. Skorgrim Gromhand hat in der Kluft Rastarak eine Bilbis-Armee aufgestellt. Und wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er über alle freien Lande herfallen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir lebend aus Kaledur entkommen wollen. Um anderen von diesen großen Gefahren zu berichten, müssen wir zunächst den Kapitän und seine Mannschaft überwinden. Er wird bald zurück sein. Schnell, bindet meine Hände los, wir müssen von dir fliehen. Eieiei. Hallo, Herr Captain. Oder Herr Hauptmann. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch einmal mit dem Hund raus müssen. Ich weiß nicht, wie lange ich frisch mit arbeiten muss. Deswegen, mal gucken. So, und jetzt seid ihr dran. Oh, wir haben sogar bald alle Räuber. Sehr cool. Ich hab's gar nicht mitgerechnet. Tada. Der Schatten hat sich erhoben. Wir müssen uns beeilen, Aldariel. Skorgrim hat im Tal Rastarak eine Armee von Bilwissen aufgebaut und obwohl meine Rettung die Gefahr eines Krieges zwischen Zwergen und Elben gebannt haben sollte, fürchte ich, die Bilwis-Armee wird nicht lang in diesem engen Pass bleiben. Lass uns diese Nachricht aus Kaledul an das Tageslicht bringen, auf das unsere Aussicht auf Frieden ebenso hell leuchtet. Lautere Hallöchen! Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du wieder reinschaust. Mego Wannen. Wir müssen jetzt zurück. Okay. Dann gehen wir zurück. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Meine Nacht war etwas sehr kurz, aber wie kann ich euch zu Diensten sein? Passt. Avatar ist in Sicherheit und der Frieden ist in greifbarer Nähe gerückt. Aber die Kriegsgefahr in den Eredluen ist noch nicht gebannt. Wir müssen Skorgrim Grimhand besiegen und seine Bedrohung ein für alle Mal beseitigen. Und das muss schnell geschehen, bevor er die zweite Stufe seines Plans in die Tat umsetzen kann. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Stufe 13. Ich werde Matti Starkhand und Giltin in Gondamon auf Avatars sicherer Rückkehr in Kenntnis setzen und ihre Meister warnen. Die freien Völker der Eredluin müssen sich vereinen, wenn sie Skorgrim und seine Bilwisse aus diesem Land vertreiben wollen. Während Fürst Dwalin und Meister Durungur ihre Streitkräfte vereinen, habe ich eine dringende Aufgabe für euch. Die Bilwisse sammeln sich im Tal Rastarak. Wenn wir den Hauch einer Chance haben wollen, Skorgrim zu besiegen, müssen wir ihre Reihen ausdünnen. Reist nach Rastarak, dem Tal südlich von Gondamon, und sprecht mit dem Zwerg Ingulf. Greift ihm unter die Arme, damit Dwali und Durungur eine größere Chance auf einen Sieg bekommen. Okay. Das machen wir doch. Wir haben noch irgendeine verfügbare Aufgabe. Ach, nach Breland. Ja, da müssen wir sowieso irgendwann hin. Ist ja jetzt kein Umweg. Der gestohlene Bogen. Wegen gestohlenen Bogen müssen wir, glaube ich, da auch nochmal runter. Und wie lange geht unsere Fahrt hier noch? 32 Minuten, okay. Sehr gut.
Ja, dann reisen wir da nochmal kurz runter, gucken nach diesem blöden Bogen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Da musste, glaube ich, hier irgendwo am Rand liegen. Mit den meisten immer genau mittendrin geguckt, da war er aber nie. Wir schauen einfach. Wir finden den Bogen schon. Hallo, Meister Petz. Und hier ist noch so unsere Bezwingerter. Hallo. Komm zu mir, mein kleiner Zwerg. Ich habe ich denn noch offen? Wolfsbezwinger habe ich offen. Hendoweh habe ich auch offen. Okay. Dann gibt es heute auch gebratenen Vogel, wenn er mal stehen bleibt. Es gibt tatsächlich gebratenen Vogel. Hallo. Geh ins Dunkel zurück. Fünf Stück brauchen wir noch. Fünf Zwerge. Das würde ja kein Problem sein, schätze ich. Die sollten ja einfach sein. Wir haben es zurückgebracht. Meine Kätzchen. Ja, meine Kätzchen sind sogar zu sehen. Meine Kätzchen laufen über die Leiste. Ich bin so erstaunlich ruhig oben. Der Hund sagt keinen Ton. Das ist seltsam. Sehr seltsam. Warte doch, ich glaube, der Hund hat sich gerade vor die Tür gelegt. Wenn ich das Pult dann richtig vernehme. Auch noch einmal. Wenn der Vogel mitkommen würde, wäre das kein Problem, aber tut er leider nicht. Ne, Vogel. Und das ist gut, dass du da oben mit ankommst. Du bist der Letzte. Sehr schön. Dann haben wir die Bezwingertater Zwerge nämlich fertig. Die Räuber. Da wieder ein paar Punkte zusammen. Ja, dann fehlen nur noch Hendowir, Spinnen und Wölfe. Aber bei den Spinnen dauert es so, bis wir da sind. Warte mal, von den Zwergenruinen fehlt doch. Da. Grimhandfestung. Elmruinen. Der Wehrturm. Turm von Keledul, der fehlt noch. Ja, mal gucken. Müsste eigentlich, ja, genau hier sein. Da haben wir die Tat auch fertig. Das Ausgeschafft der Grimhans. Auch dafür wieder Punkte. So, wie sieht's mit unserem Ruf aus? Rubinzeller. Die immer noch neutral. Aktivieren wir einmal. Ja gut, Haus haben wir noch nicht. So. Hier noch irgendwo Kupfer? Ne. Ne. Ich glaube, ich habe alles Kupfer erstmal abgeerntet. In diesem Gebiet findet man nie wieder Kupfer. Muss ich da noch hin.
muss den Bogen abgeben. Da. Da müssen wir hin. Hallo, ich hab deinen Bogen. Kuckuck. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Nee. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, ja. Aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Nein. Also doch eigentlich schon, aber sagen wir keinen. Okay, da geht's ins Tal. Machen wir erstmal Rastereik. So, Hauptquest. Ja, ich glaube. Den Rest können wir dann ja immer noch machen. Allein für die Spinnen müssen wir ja nach da hinten nochmal. Das läuft doch schon nicht weg. Aber die Würfe müsst ihr eigentlich auch noch machen, ne? Egal. Die Würfe können warten. Hier unten waren wir noch gar nicht. Wieder ein neuer Ort. Wobei ich ihn recht verwirrend finde. So, hi. Kommt und bleibt einen Augenblick. Ja, ich hätte... Ich grüße aber euch. Dass wir da würdet ihr bitte haben. Einen Augenblick bleiben? Ich grüße euch. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Seid gegrüßt. Lang, das hat euch also geschickt. Komischer Kerl. Aber das hat er... Aber dass er mir hilft, denn das freut mich sehr. Wenn er glaubt, ihr seid zu der Aufgabe gewachsen, habe ich keinen Grund, euch davon abzuhalten. Jenseits unserer Barrikade findet ihr alle Arten widerwärtigen Bilwisse. Weicht den Gefährlichen davon nach Kräften aus und dringt nicht zu tief ins Tal vor. Wirklich furchterregend sind die Bilwisse auf der anderen Seite des hohen Gipfels im Herzen Rastereiks. Okay. Oh, ja, ja. Oh, und da sehe ich schon Krabbeln. Oh. Ich bin kein Spinnenfan. Es ist so ekelhaft. Vor allem, wie sie ihre Ärsche bewegen. Das ist so. Nee. Einfach nur nein. Sie gehören leider zum Herr der Ringe-Universum. Wie gesagt, wir grauen schon vor Kalkra. Kalkra wird raus. Es geht diese ganze Weile so, dass wir aus diesem Gebiet raus sind. Kröselt sich aber überall jede einzelne Nervenzelle. Die Bilwisse müssen wir auch töten. Die Bilwistat haben wir ja abgeschlossen. Gott sei Dank. Okay, den Gipfel habe ich jetzt erkundet schon. Müsste jetzt hier mit raus sein. Ja. Nur höher sollten wir jetzt nicht gehen. Wir gehen jetzt hier einmal so rum. Das ist erstmal nur hier zum Bilbe zu töten. Ja, genau wegen diesen hier. Das sind, warte mal, Elite. Elite-Viecher. Sind etwas stärker.
Aber beim letzten Mal, wo ich halt für mich allein gespielt habe, da bin ich ja einmal hoch zu den anderen Elite-Mobs. Und mit jeder anderen Klasse hätte ich wahrscheinlich sowas von auf die Fresse gekriegt, wenn ich da durchgelaufen wäre. Mit dieser Klasse bin ich einfach durchgerannt, hab immer wieder meine Zauber gemacht. Und bin entkommen. Knapp, aber ich bin entkommen. Kämpfen hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt. Aber so geht's. Ich hätte ja gern dieses Überleben, also nicht sterben bis Level 20. Und dann den Titel dafür. Das hätte ich schon gerne. Wäre vielleicht auch mal für mich so ein Drang, nicht in alles reinzustürzen, was Gegner hat. Eventuell. So, ich auch einmal. Die haben viel zu wenig Fernkämpfer. Wobei es eigentlich ganz gut ist, weil ich hasse die Fernkämpfer. Bei den Bildwissen. Wegen ihren ekelhaften Bomben, die wir damit sich schleppen. Die sind etwas sehr mies. Ich glaube, hier kommen jetzt aber keine Bergkämpfer mehr. Doch, das war noch einer. Du dann wahrscheinlich auch, ne? Jo. Okay, du bist aber ein Nahkämpfer. Da muss ich, glaube ich, noch einmal hin. Da weiß ich nicht. Da müssen wir was für das Erkunden machen. Kann aber sein, dass wir das später durch die Instanz kriegen. Muss ich dann nochmal schauen. Jetzt müssen wir da im Nachhinein nochmal hin. Ist ja auch kein Ding. Warte, gieße ich mir einmal ganz kurz was zu trinken ein. Eine der letzten Zitronenbrause. Bitte. Fällt doch gerade ein, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe schon wieder beim Frühstück vergessen. Genau wie Freitag. Freitag hat er, glaube ich, auch nichts gegessen. Das wäre wieder sehr sinnvoll. Wenn man vorhat, Lager zu streamen. Aber naja. Kommt vor. Ich werde jetzt auch mal was essen. Mach das. Was gibt's Schönes? Wir reden ja hier immer sehr viel über Essen. Deswegen holt man sich immer so ein paar Anregungen, dass man kann. Bei mir wird es wahrscheinlich nachher einfach nur Brot geben. Brot oder Brötchen. Ah, okay. Auch Brötchen. Lecker. Muss ich auch nicht mal was Warmes sein. Dann lass es dir schmecken. Im Geiste esse ich mit. So, dann muss ich einmal da runter nochmal. Oh, ich brauche hier nicht, ne? Will ich mal stehen bleiben fürs. Das große Kupfer, den kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht machen, ne? Ne. Dörferstufe Geselle. Das Eisen kann ich leider noch nicht. Dann brauche ich noch mehr anderes Zeug. Ich esse hier am PC. Aber nicht die Tastatur dreckig machen. Man hat dann zumindest bei mir als Kind immer gesagt, wenn ich gefragt habe, darf ich am PC essen? Zumindest als ich
dann in einem gewissen Alter war, wo ich einen Laptop hatte. Ja. Runtergefallen. Aber meistens ist es ähnlich am PC, irgendwas dreckig geworden, sondern meistens fiel es eh auf den Boden. Ich weiß auch, wo ich als Kind damals den kompletten Teller Spaghetti habe auf den Boden fallen lassen. Meine Mutter das Gott sei Dank erst ein halbes Jahr später entdeckt hat. Also, es war weggemacht, aber der große Tomatenfleck auf einem Teppich, der gerade mal eine Woche alt war. Ich hab's gut versteckt. Beziehungsweise, als er den Fleck entdeckt hat, war er schon gut rausgemacht worden. Die hat mir wirklich Mühe gegeben. Ich glaube, so schnell und so aktivisch habe ich noch nie irgendwas geschrubbt. Ich brauche immer noch Fernkämpfer. Da ist einer. Genau, brenne ich selber ab. Gut. Haben wir hier noch ein paar Fernkämpfer? Ja, den einen da hinten. Ja. Schade, nicht in sich weiter. Bist du als erstes dran. Jetzt bevor wir dran glauben. Beides? Ja. Hier haben wir unsere letzten Opfer. Nicht weglaufen. Toll. Danke. So. Dann besiegt Spinnen und Milchaugen. Die Milchaugen sind nicht das Problem. Da ist schon eines. Weg zu weit weg. Wenn Feuerball sollte alles treffen. In aller Regel. Oh. Wo sind eigentlich die Spinnen abgeblieben? Die müssten eigentlich auch in dieser Ecke rumlungern. Ah, da hinten ist einer. Sie. Mit ihrem Hinter auf und ab. Es niedergeht. Milchauge. Noch Milchauge. Nein, dich brauche ich nicht. Hier hinten ist noch was zum Erkunden. Unsere Bezwingertat. Hier im ersten Gebiet ist halt alles so direkt machbar. Stimmt, ich habe auch noch eine Seite, wo ganze Bezwingertaten stehen, wie man die freischaltet. Brauche ich spätestens im Auenland. Weil ich glaube, da gibt es auch so eine, ich weiß gar nicht, so eine Art Kneipentour, irgendwas mit den Gasthäusern. Das habe ich einmal freigeschaltet und weiß bis heute nicht mehr wo. Wo und wie. Ich muss unbedingt wiederfinden. So, Südbarrikade haben wir. Dann
Ja, gucken. 5 und das 3. Okay, eins davon kann man, glaube ich, auch durch die Instanz freischalten. Hoffe ich. Das ist die Hoffnung, die ich hege. Na gut, und wir spinnen hier. 8 von 30. Naja, 11 Minuten. Oh, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Was die Spinnen angeht. Damit ich zumindest die eine Zwingertatsche fertig habe. Dann brauchen wir, wenn wir zum Wehrturm unterwegs sind, ist ja nicht mehr großartig drum kümmern. Hallo, Laura. Komm her, du kleines Spinnenviech. Komm her. Feine Spinne. Man hätte einfach Insektenspray mitnehmen sollen. Auf Reisen. Pass auf, jetzt finde ich keine mehr. Doch, da ist sie. Oh, da kreuche ich nur feuchten. Na, widerlich. Wobei am schlimmsten sind Spinnen eigentlich, wenn sie sich dann so runterhangeln. Und du dann das komplette Unterteil siehst von denen. Das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, wie man Spinnen gern haben kann. Das ist so widerlich. Spinnen sind so der größte Fluch, ey. Oh. Weil ich nicht weiß, woher meine Angst vor Spinnen kommt. Ich glaube, es hat wirklich mit dem Ekel angefangen und sich in Angst gesteigert. Weil ich so viele Horrorgeschichten über Spinnen gehört habe. Ja, sie sind nützlich. Ich weiß es. Aber ich mag sie dennoch nicht. Sie haben mir zu viele Beine und zu viele Augen. Ich mache mir zu große, gruselige Geräusche. Wobei am schlimmsten war jetzt neulich die Hauswinkelspinne, die direkt hinter meiner Tür saß. Ich hab geschrien. Ich hab einfach nur geschrien. Das war ein Viech, ey. Boah. Nee. Gar nicht. Die Hauswinkelspinne sind so eklig. Und die Beine sehen so widerlich aus. Das ist so. Ich höre eine Spinne hinter mir. Da kommt eine Spinne auf mich zu, da kommt eine Spinne auf mich zu, da kommt eine Spinne auf mich zu. Da... Oh, die Müllabfuhr ist gerade da. Zuerst! Kommen die doch immer so macht? Ja, jawohl. Übst du da halt so. Muss ich nachher einmal die Tonne kurz reinholen. Ist hier noch ein Herr Spinnerich? Oder eine Frau Spinnerich? Die vielleicht ein Bein kürzer gemacht werden will? Nein? Schade. Da. Ja. Für die normale ist es die letzte. Das ist gut. Ja, Spinnen mittelschwer. Sind jetzt 60. Hallo Masaki. Ich hoffe, es geht dir gut. Nach der gestrigen Nacht. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Da ja um 14 Uhr die Server down gehen. Kurzzeitig. Sehr gut, sehr gut. Ich brauche schon unterwegs durch zum Mittagessen holen. Lass es euch schmecken. Oder lass es dir schmecken. Sushi ist ja nicht ganz so meins. Auf Chinesisch hätte ich mal wieder Lust. Richtig schön lecker Chinesisch.
Boah, das wär's jetzt. So, Pferdchen. Genies gibt's hier nicht mehr, aber hier hinten gibt es noch einen Ort zum Entdecken. Können wir mal kurz hinreiten. Agor. Dann ist es nur noch ein Ort und ich hoffe, der kommen wir durch die Instanz ran. Wir werden es einfach sehen. Aber Hauptsache, wir gehen den Quatsch erstmal hier ab. Seid gegrüßt. Ölklon haben wir besiegt. Seid gegrüßt. Spinnen haben wir besiegt. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Und Prolog? Ach, dafür müssen wir nach da hinten. Nicht? Okay, gut. Dann, ja. Okay. Irgendwas. Penglia. Glamia. Glamia. Den Glamia. Ach, da hinten. Reisen wir erst nach da hinten oder machen wir das Hauptquest? Fragen über Fragen. Okay. Das will ich einmal durch das dünne Armband hier setzen. Hier war's, ne? Ja. Jupp. Ja? Ich glaube, wir machen erstmal alles, was da hinten ist. Öffnen wir einmal das silberne Geschenk. Duft der außergewöhnlichen Erfahrung. Tugenddinger nehmen wir natürlich einmal. Das hier. 100% Erfahrung durch getötete Monster. Erfahrung durch getötete Monster. Abschluss von Aufgaben 100%. Machen wir das oder behalten wir das erstmal? Den Erfahrungsboost. Aber eigentlich levelt man wie bei FF14 auch durch die Hauptquest schon ganz gut. Ne, wir warten damit noch. Wir warten damit noch. Das machen wir vielleicht mal, wenn wir für eine Instanz das brauchen. Wenn wir da zu schwach für sind. Da nehmen wir das dann einfach für. Ich will mich nicht wieder überleveln. Gerade. Na, es geht noch. Werde ich mich jetzt wahrscheinlich einmal ganz kurz überleveln. Da komme ich vom Pferd runter. Was wollen Sie denn von mir, Herr Zwerg? Gehen Sie weg von mir. Ich will nicht. Aus. Habe ich eigentlich schon genug Quests gemacht hier? Ja. Ich habe eigentlich sogar schon genug Quests gemacht. Ich müsste eigentlich gar nicht mehr weiter questen. Helden der Eretluvin, ja. Habe ich schon fertig. Eigentlich brauchen wir keine Quests mehr. Aber das von dem Gebiet hier machen wir noch. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Rumlaufen. Hört meine Worte. Ich grüße euch. Jetzt beenden. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Aufgabe. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Ja. Seid gegrüßt.
Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ja. Kommt, bleibt einen Augenblick. Ja. Kommt, bleibt einen Augenblick. Kurz Sachen verkaufen. Was benötigt ihr? Ich nehme mal kurz auf. Die Dinger einmal. Das brauchen wir alles erst, wenn wir unseren Ruf, glaube ich, steigern wollen. So Sammelaufgaben machen. Mit Kaya mache ich das zwar. Damit werde ich mich jetzt erstmal nicht befassen. Die Sammelaufgaben für die Einzelnen machen wir auch noch. Ich glaube sogar früher, als uns lieb ist. Weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Achate brauchen wir. Verbrochene Ball. Goldschmiedekunst. Probe der Entschlossenheit kann weg. Das kann weg. Schneiderkunst kann weg. Werfenschmiedekunst kann weg. Wenn ihr eigentlich alles für Müll mit sich rumträgt, ne? Unglaublich. Jetzt kann ich mich hier von Sachen trennen. Dann können wir nochmal reparieren. Oh, und wir haben noch nicht mal ansatzweise genug für ein Haus. Mal gucken, wie teuer die Häuser hier bei den Elben sind. Ich würde halt gern bei den Elben wohnen. Warum habe ich denn da oben eine Quest zum Abgeben? Das ist aber seltsam. Ich liebe das immer nicht. Jawohl. Wird schon richtig sein. Nicht merken wir es.